Hallo zusammen. Danke, Andreas. Als allererstes würde ich gerne Danke sagen für das echt tolle Setup, für die tolle Veranstaltung. Und ja, ich freue mich total, hier zu sein. Und vielleicht als kleiner Seitenhieb, vielleicht gibt es ja irgendwann ein Mobile Robotics Summit. Ja, ich habe das Gefühl, dass es das vielleicht auch brauchen könnte. Ich darf heute 14 Minuten und 30 Sekunden über ein Herzensthema von mir sprechen. Und zwar geht es um erfolgreich Projekte durchführen. Ja, in unserer Branche, in der mobilen Robotik, gibt es ganz viel Bedarf für erfolgreiche Projekte. Und ich fange mal ganz kurz an mit unserem Abriss, was wir machen, wer wir sind. Mein Name ist Matthias Behoneck, ich komme von der Firma Safelog, wir sind im Markt Schwaben, inzwischen mittelgroßes Familienunternehmen und wir machen mobile Transportroboter in Serie. Und das sind im Moment etwa 1000 Stück und ich glaube aber, dass unsere Zukunft und das, was auf uns zukommt, noch wesentlich mehr Stück pro Jahr sind, wenn wir es schaffen, dass wir diese Projekte beherrschbar und erfolgreich machen. Und ich glaube, was ganz gut ist, um uns zu verstehen, wir sind, der moderne Begriff wäre wahrscheinlich gebootstrapped. Ja, wir haben uns das alles selber aufgebaut und die einzige Geldquelle, die wir als Firma haben, sind bezahlte Rechnungen. Also wir sind tatsächlich abhängig davon, dass wir die Projekte erfolgreich zu Ende bringen, weil wir nur von der bezahlten Rechnung leben. Würde man meinen, das ist eine Selbstverständlichkeit. In unserer Branche ist es tatsächlich so, dass es relativ oft Geld ja auch aus anderen Geldquellen gibt, zu denen wir aber, ja, sag ich mal, so die Gegenthese sind. Wir sind quasi so ein klassisches Anti-Startup. Und wir haben eine Modellpalette aus inzwischen 6 Seriengeräten. 4 davon sind ja abgebildet. Wir haben auch Exponate am Stand dabei, aber darüber würde ich gar nicht so lange reden wollen, sondern relativ schnell einsteigen. Ja, mobile Robotik, wo steht eigentlich dieses Thema und wo kann es damit hingehen? Und das ist ganz fantastisch, weil je nachdem, mit wem man in der Industrie redet, ganz unterschiedliche Rückmeldungen kommen. Und ich habe das mal zusammengefasst in einer relativ steilen These, dass eigentlich je weiter man sich vom Shopfloor entfernt in der Intralogistik, desto größer ist die Erwartungshaltung an dieses Thema. Und da gibt es natürlich auch eine fantastische Feedback-Schleife, wenn ich dann mal sage, okay, das ist die Realität am Shopfloor, das ist der Eindruck der Investoren, das ist das, was die Medien drüber schreiben und wahrscheinlich auch das, was die Vorstände lesen. Das heißt, es gibt unheimlich hohen Erwartungsdruck in einer Branche, die eigentlich mit ihrem Thema noch ganz am Anfang ist. Ich sage nicht, dass das Thema FDS ganz am Anfang ist, aber ich sage mal, das, was von dem FDS jetzt erwartet wird, es soll eigentlich alles können, keine Abhängigkeiten haben, ja, Hindernissen ausweichen, über irgendwelche Lücken drüber springen, sich aus der Luft den Strom holen. Die Sachen sind schwer zu erfüllen. Ja. Und ich glaube schon, wenn du das Ganze dann zusammenfasst, dann sind wir in so einem ganz klassischen Innovationsmanagement-Thema. Ja, wie schaffe ich es, dass ich erfolgreich bin mit einem neuen Thema? Das bedeutet ja, dass ich mir dieses Thema erstmal einverleiben muss. Und da gibt es so, das ist nicht von uns, sondern es sind so ganz klassische Auswertungen, dass es quasi im Innovationsmanagement so eine Kluft gibt, über die ich drüber muss. Ja. Jetzt, wenn man dieses Wort Innovation mal nicht immer nur als positiv und als Selbstzweck hinstellt, dann heißt ja Innovation oft, dass es für mich ein neues Thema ist oder für uns als Unternehmen ein neues Thema ist. Und ich habe das gerade miterlebt im Bekanntenkreis, mittelständische Firma, die ein neues ERP-System einführt und der dann zu mir sagt, ja,
wir können uns eigentlich nicht vorstellen, SAP einzuführen, weil das für uns zu groß ist. Ja? Das ist von der Innovation zu weit weg von dem, wo wir uns als Unternehmen befinden. Wir als SafeLock haben SAP seit 10 Jahren. Wahrscheinlich die meisten, die hier drin sitzen, benutzen SAP seit 30 Jahren. Ja? Für dieses die älteste Software, die im Konzern eingesetzt wird. Und alle drei haben wahrscheinlich aus ihrer Perspektive daraus recht. Ja? Innovation ist die Perspektive auf ein bestimmtes Thema. Und der große Unterschied ist das Know-how, das ich für dieses Thema mitbringe. Und da, glaube ich, ist auch der Schlüssel für das Projektmanagement oder für das erfolgreich Projekte durchführen, dass man eben nicht in diese Kluft fällt, sondern dass man eben versucht, in ein Thema zu kommen, wo ich ja Innovation zu einem Standard überführen kann. Und wo ich letztendlich dann auch als Unternehmen schaffe, mit einem Thema, das für mich neu ist, Geld zu verdienen. Am Schluss geht es da ja darum. Wir wollen ja keinen Selbstzweck. Ja? Wir sind ja kein One-Timer, der einmal kommt und einmal Projekt macht. Sondern unsere Philosophie ist, dass wir eigentlich mit allen Kunden versuchen, eine enge Partnerschaft aufzubauen. Und lieber viele kleine Installationen, viele kleine Projekte machen, als immer diesem einen Elefanten hinterherzulaufen mit 50, 100, 200, 500 Geräte auf einmal. Und wenn man das nochmal reflektiert, dann hast du quasi am Anfang in dieser ersten Phase der Innovation die absolut höchsten Erwartungen. Ja. Das Gerät muss wo drüber springen können, das muss den Menschen ausweichen, das muss die Fahrräder identifizieren, die stehen, das muss der Palette ausweichen. Und natürlich wird es schwer, wenn ich mit überhöhten Erwartungen in so ein Thema reingehe, die dann alle zu erfüllen. Und es gibt da ganz klare Enttäuschung. Und das Ganze kann ich letztendlich aushebeln, indem ich versuche, diese Phase so gut wie möglich zu koordinieren, so gut wie möglich einzugrenzen. Und mir letztendlich Know-how aufbau. Und ich spreche dann nicht Know-how auf der Seite von uns als Lieferant oder Hersteller, sondern wirklich internes Know-how. Die Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, die in den letzten Jahren große Erfolge hatten in diesem Thema, wo wir wirklich tausende Geräte in kurzer Zeit ins Feld gebracht haben, die haben intern Menschen, die quasi auf der Seite des Kunden dieses Thema managen. Und dafür letztendlich der Garant sind, dass diese Projekte erfolgreich funktionieren können. Ich glaube, das moderne Wort dafür wäre Standardisierung, dass du letztendlich die Spielregeln definierst, das Spielfeld zur Verfügung stellst, aber auch den Schiedsrichter stellst auf Seite des Kunden, damit wir in vielen Standorten weltweit dieses Thema erfolgreich durchführen können. Ein Beispiel dafür, für das wir auch bekannt sind, ist die Firma Mercedes. Wir haben bei Mercedes in den letzten 4 Jahren 2600 Geräte in Betrieb genommen und letztendlich in allen Montagewerken von Mercedes-Benz fahren unsere Geräteteile ans Band. Und die können nicht fliegen, die hüpfen nicht über Lücken, die weichen auch nicht zwingend jedem Fahrrad oder jedem Menschen aus, weil das in dem Prozess, für das es verwendet wird, letztendlich nicht notwendig ist. Wenn du in Serie, in berechenbaren Zeit Teile ans Band liefern willst, musst du ein berechenbares, beherrschbares System liefern. Und der Trick aus meiner Sicht ist, dass du dich letztendlich ganz radikal auf die Technik fokussierst, die zwingend notwendig ist, um die Aufgabe zu erledigen. Und alles andere ist überflüssig und alles, was überflüssig ist, musst du letztendlich wegfallen, weil alles, was du nicht einbaust in so ein Gerät, jede Komplexität, die das Gerät nicht hat, fällt dir später nicht um die Füße. Alles, was du nicht einbaust, kann nicht kaputt gehen. Und es ist tatsächlich eine unsexy These, würde ich mal sagen. Ja? Unsere ganze Branche, die ganze Messehalle ist immer Innovation und Future und Übermorgen. Wir sind als Firma aber gezwungen, quasi heute eine Lösung anzubieten, die wir verlässlich auch liefern können. Und die zwei Schlüssel sind einmal das Know-how kundenseitig und wirklich ein System so weit zu reduzieren, dass es nur das kann, was es für den Prozess und die gestellte Aufgabe wirklich braucht.
ganz ehrlich, für mich als Firma will ich eigentlich nur die Sachen machen. Ja. Das da vorne ist quasi was, was man gemeinsam aufbauen muss, damit man hier erfolgreich ist. Aber da ist letztendlich die Zukunft unserer Branche. Und ich glaube tatsächlich, dass wir noch von ganz, ganz anderen Stückzahlen sprechen, entlang des Weges, aber dass wir vielleicht insgesamt jetzt noch nicht da sind, weil die Projekte noch zu sehr Projektgeschäft sind, weil die Werkzeuge, die es im Moment gibt, noch nicht den Reifegrad haben, den man braucht und weil viele Kunden die ersten 50, 100, 150 Geräte gerade ins Feld bringen. Aber ich glaube, auf dem Weg sind wir definitiv, um hier erfolgreich zu sein, wenn man das mit dem richtigen Partner macht und wenn man gemeinsam einen Weg findet, auch über viele Standorte, über internes Know-how eine gute Standardisierung aufzubauen. Ich darf jetzt noch zwei Beispiele zeigen, die das hoffentlich glaubhaft machen, was ich hier versuche zu erzählen. Das eine ist, wir durften in der Factory 56 in Sindelfingen in der neuen S-Klasse-Produktion 550 Geräte in einen Shopfloor liefern. Und es macht einen riesen Unterschied, ob du jetzt in so einer Produktionshalle 10 oder 20 Geräte hast, ja, wo du dann sagen kannst, ja, die weichen aus und fahren dynamisch, jeder findet seinen eigenen Weg. Und bei uns hat jedes Gerät einen Namen, der heißt dann Tim und Kurt und Paul und Susi. Ja, und bei 550 funktioniert das nicht mehr. Da hättest du dann irgendwann Philipp 1, Philipp 2, Philipp 3. Und die machen wirklich unsexy einfach nur ihre Arbeit. Die funktionieren größtenteils mit der dem Roboter innen liegenden Kommunikation im Schwarm. Und die können, wenn man es genau nimmt, eigentlich nur diese eine Aufgabe. Aber am Schluss, wenn dort alle zwei Minuten ein Auto vom Band fahren soll, ist das eigentlich genau das, was wir für dieses Projekt brauchen. Und der Gegenentwurf ist eine Goods-to-Person-Anlage, die wir mit einem, beim Online-Händler in Österreich machen durften, wo wir einen wirklich normalen Keller zum dynamischen Lager umbauen konnten, indem unsere Roboter quasi die Regale aus dem Keller holen, mit dem Aufzug hochfahren, an dem Pick-Arbeitsplatz und die Großteile werden im Keller eingelagert und die Kleinteile sind in einem Autostore und wir fahren mit unserem System die Teile vom Autostore zur Verpackungsmaschine, sodass du nicht mit Fördertechnik den ganzen Shopfloor dort zerschneidest. Das ganze Projekt ist zusammen mit einem Partner von uns, mit Hörmann Logistik, durchgeführt und ist sicher auch ein großer Baustein für die Zukunft, weil du eben Möglichkeiten hast, in einem Bestandsgebäude mit einem modernen System letztendlich ganz andere Nutzung hinzubekommen, um wenn es der Keller ist. Dankeschön. Und wenn es der Keller ist, auch da kann man AGV sein. Matti, vielen lieben Dank für den interessanten Einblick und ich fand es sehr erfrischend, dass wir nicht 100.000 Buzzwörter gehört haben, wie toll mobile Roboter sind und wie gut sie funktionieren, sondern so ein bisschen zurück zu den Basics, was in einem Markt total schwierig ist, ne? Wenn du auf der einen Seite beispielsweise VC-unterstützte Unternehmen hast, die darauf angewiesen sind, einen großen Hype zu kreieren, sowohl in Medien als auch grundsätzlich als Unternehmen. Und auf der anderen Seite ein Unternehmen hast, das eher traditionell unterwegs ist, ohne das werten zu wollen, ist natürlich total schwierig, mit diesen unterschiedlichen Erwartungshaltungen umzugehen und diese Erwartungshaltung auch ein bisschen zu ändern. Wie versucht ihr das überhaupt zu machen, außer mit Kommunikation, mit sagen, guck mal, fokussiere dich mal auf die Basics. Das ist ja ein total konträrer Ansatz. Ja, ich glaube, das klar, du musst in Kontakt treten, du musst den Kunden kennenlernen und dann stellt sich schon relativ schnell raus, ich meine, das ist jetzt überhaupt nicht böse gemeint, aber wir sind halt keine Tanzschule. Ja? Also wir sind eher halt jemand, mit dem man professionell tanzen kann. Mhm. Und da musst du schon auch Vision mitbringen. Also wenn jemand quasi gar nicht weiß, was er in Zukunft mit der Art Lösung erreichen will, dann ist es ja auch total schwer, mit ihm ein gemeinsames Ziel zu definieren und den Weg aufzuschreiben. Von daher glaube ich, dass wir richtig gut sind, wenn es um die Serie geht und sag ich mal, das ist professionelle Zusammenarbeit und auch partnerschaftlich. Und
nicht böse gemeint, aber wir sind da auch wirklich wählerisch. Ja, also wir nehmen zum Beispiel nicht an Ausschreibungen teil, weil ich sag mal, die, wenn du eine Ausschreibung definierst, du bekommst immer Angebote, aber du kannst unter Umständen ja gar nicht beurteilen, ob derjenige, der da anbietet, das überhaupt zu einem erfolgreichen Projekt führen kann. Mhm. Und wir können es unter Umständen auch nicht, ja, weil wir den Kunden ja gar nicht kennen. Mhm. Und ganz oft ist es so, dass die, ich sag mal, die Firmen, die auf dieses System setzen, die sind halt noch sehr verankert in ihrer Welt, die sie kennen. Aber dann muss man ehrlich sein, in unserer Welt, die ist vielleicht noch nicht so sophisticated und serienreif, als dass dieses System schon funktioniert. Ja? Und die wissen ja auch gar nicht, dass es uns gibt, durch das, dass wir gar nicht auf Ausschreibungen anbieten. Weißt du, ich meine? Also was ist denn, wenn die drei mit den großen Stückzahlen nicht anbieten, aber die anderen bieten schon an und dann suchst du dir unter Umständen einen Partner aus, für den das ja durchaus eine Herausforderung ist und die erzählen sich dann gegenseitig, was das Gerät alles können muss. Ja? Da kommst du ganz schnell an einen Punkt, wo der Erfolg einfach schwierig wird. Ja. Und ich glaube schon, dass ich will überhaupt nicht ein pauschales Urteil fällen, aber der Projekterfolg ist bei uns wirklich das A und O. Und ich muss, bevor ich den Auftrag annehme, eigentlich bevor ich das Angebot abgebe, mir sicher sein, dass wir das erfolgreich zu Ende führen. Und das bedeutet ja, dass ich den Kunden kennen muss, ich muss die Applikation kennen, ich muss die Menschen kennen, mit denen ich zusammenarbeite. Und die Art von vertrauensbildende Maßnahme, das ist unser Invest quasi in so eine Partnerschaft. Mhm. Und es geht dann auch oft über mehrere Monate oder Jahre. Und dass man sagt, hey, lass uns mal ein ganz realistisches Ziel setzen, lass uns mal eine kleine Anlage machen. Nee, diese große Big Bang-Einführung, die wird nicht klappen mehr. Du überforderst deine Mannschaft, du überforderst deine Planung. Ja, wer macht denn bei dir die Logistikplanung? Haben die schon mal sowas geplant? Und da kann man, glaube ich, auch mit unserer Erfahrung, ich meine, wir sind jetzt 200 Menschen, wir haben starken Fokus auf Deutschland und USA, wir haben überall Logistikplaner mit dabei und wir versuchen halt wirklich über den Prozess und die Aufgabe das ganze Thema anzugehen. Ja. Und es ist der Gegenentwurf zu ganz vielem, was in unserer Branche mit Innovation und Technologie gerade passiert. Ja, ja. Ich würde das liebend gerne noch viel, viel länger diskutieren, aber sowohl die Uhrzeit zeigt ja null, als auch die nächsten Vortragenden warten ja schon und schauen mit den Füßen. Ich kann jedem nur empfehlen, einfach mal mit Matti zu diskutieren und einfach mal rüber zu gehen zum Safe-Lock-Stand. Vielen Dank dafür. Dankeschön.